rasanten Tempo herbeigeritten. So, genau hier rüber. Weiter, 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 weiter. Du bist nicht weit entfernt von Blaxono. Das ist sie wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ihr seid wieder auf der gleichen Höhe. Ich flippe aus. Hey, wo Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren Gomme sagt. Heute aber mal nicht mit den Teilnehmern, die nur aus Team Create bestehen, sondern heute ist es mal wieder ein, ja, wie in den alten Zeiten ein Server-Gomme sagt. Das heißt, aber mit Leuten aus dem Server-Team. Es sind nicht alle aus dem Server-Team jetzt hier vertreten, es sind auch einige nicht dabei, aber auf jeden Fall sind alle, die jetzt hier heute mitspielen, im gommad.net-Server als Teammitglied mit vorhanden. Und insgesamt haben wir 12 Spieler. Ich erkläre nochmal kurz für alle, die nicht wissen, was ein Gomme sagt ist, worum es denn dabei geht. Ich stelle mich mal dafür hier oben hin. Und zwar, bei einem Gomme sagt geht es darum, dass ihr als Spieler genau meinen Anweisungen zuhört und dabei unterscheidet, ob ich Gomme sagt vor einem Befehl, vor einer Anweisung sage oder nicht. Wenn ich Gomme sagt vor irgendetwas sage, dann bedeutet das, ihr müsst das auch tun. Das heißt, wenn ich sage, Gomme sagt springt, einfach dann auch springen. Und das die ganze Zeit durchgängig. Nicht nur einmal, sondern wirklich auf der Leertaste bleiben, springen, springen, springen. Wenn ich aber meinetwegen sage einfach nur springt und da kein Gomme sagt davor ist, einleuchten, was dann passiert, dann gibt es eine Strafe, dann seid ihr raus aus dem Spiel und ja, ein Teilnehmer weniger ist im Gomme sagt und die anderen hier kämpfen weiterhin um den Sieg. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ich einen Befehl mit Gomme sagt sage, einfach immer durchgängig machen. Wenn ich sage Gomme sagt stopp, dann dürft ihr aufhören. Und wenn ich meinetwegen sage, Gomme sagt springen und danach Gomme sagt dreht euch sage, dann bitte einfach nur drehen, ohne springen. So Leute, nach dem kleinen Cut geht es auch schon weiter. Ich habe mal eben eine Kleinigkeit geändert, damit das Spiel jetzt einfach flüssiger bei mir läuft. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Anweisung. Gomme sagt springt. Und es springen alle. Wunderbar. Gomme sagt dreht euch. Gomme sagt schaut nach oben. Gomme sagt, schaut nach unten. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, stopp. Springt. Oh, ja. Alle, die ich jetzt anklicke, müssen kommen mal zu mir. Bam, 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 bam und bam. Ihr seid alle gerade gesprungen. Ihr seid alle gesprungen. Ich hab's genau gesehen. Moment, genau. Danke, danke. Folgt mir mal bitte. Ja, also, ja genau. Das, was jetzt noch witzig wäre, wenn noch welche von euch mitgekommen wäre. Schaut euch das mal an. Hier direkt 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf 1 Streich. Meine Güte, so. Frankium. Ja, Frankium finde ich immer wieder gut. Ich würde sagen, ihr geht mal ein bisschen zur Seite. Und Q-Lo, bleibt hier stehen. So. Nimm mal das Frankium. Mal nehmen ein Stück Frankium. Gebe es Q-Lo in die Hand. So. Ich würde noch weiter weggehen. Au, 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 au. Oh, Entschuldigung! Ey, Leute! Das tut mir jetzt leid. Hier, nimm das mal. Das ist für dich. Es ist an der Zeit. Ein neuer Stern wird geboren. Dafür muss aber einer sterben. Und das ist heute der Phrase. Möge es beginnen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ein neuer Stern kommt. Und ein alter stirbt. Die schöne Map. Eieieiei. Also ich würde, ne, an die Teilnehmer, ich würde aufpassen, was ihr macht mit den Befehlen. Ich würde wirklich aufmerksam sein. Sonst passiert nämlich das da drüben. Ich kann schon mal... Ach, guckt mal hier. Wunderbar, es hat funktioniert. Ich bin ein Babysteller. Oh, oh, oh. Oder Katapult. Katapult, komm. Fliege umher. Ja, das Katapult, das gute alte Katapult. Das ist ja schon mal ein ganz nettes Katapult. Aber ich habe noch für euch beide ein anderes ganz cooles Katapult. Und ich würde sagen, euch nehme ich da mal eben mit hin. Hier bitte hier reinstellen, dass ihr beide da drin steht. Das ist nämlich mal die Erweiterung vom Katapult. Eben habt ihr ein Katapult gesehen, aber das ist jetzt ein richtiges. So, und tschüss. Nummer 1 fliegt. Bam. Und Nummer 2 sollte auch fliegen. Jawoll. Gomme sagt, dreht euch. Gomme sagt, wir spielen mal eben ein schönes Minispiel. Pferderennen, das wäre was. Ja, wir machen mal ein entspanntes Pferderennen. Also, ihr schnappt euch mal alle ein Pferd. Der letzte ist logischerweise raus, wer als letztes im Ziel ist. So, ich gehe in den Game-Mode und dann kann das Spiel auch schon gestartet werden.
Gomme sagt, es geht los in 10 Sekunden. Ich hoffe, ihr wisst, wie man ein Pferd reitet. Milchbubi, ich hoffe, du weißt Bescheid. Und jetzt geht es auch schon los. Auf geht's. Ihr müsst die Hindernisse überspringen. Ihr müsst... Oh, oh, oh. Also hinten sind gerade Blaxone und Kleckser. Kleckser ist aber nicht der Letzte. Kleckser holt gerade auf. So, ich schau mal etwas weiter vorne vorbei. Wie es da aussieht. So, ich muss hier unten lang. So, die anderen sind schon sehr weit vorangeschritten, wie man hier gerade sieht. Oh Gott, hier muss man entlang. Hier sind noch Spinnweben. Also, es ist schon eine lange Strecke. Die hier vorne gerade dabei sind, die müssen sich eher weniger Sorgen machen. Obwohl auch hier ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keiner kann wirklich von sich aus gerade klar behaupten, dass er hier die Führung hat. Das ist wirklich sehr knapp teilweise. Josh und Rippchen sind hier gerade ganz vorne mit dabei, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe. Sie sind aber auch noch ein Stückchen vom Ziel entfernt. Ich gehe wieder nach hinten gucken, wie es denn so um die letzten Plätze steht. Hier kommen die anderen Spieler. Und hier kommen gerade... Wo sind Kleckser und Blaxono? Mal gucken. Wo sind die beiden? Oh, sie sind... Da sind sie! Da sind sie. Anscheinend lernen sie langsam. Ich würde mit Anlauf das machen und dann... Genau, man muss einfach nur diesen Hotbar-Balken genug aufladen und dann darüber. Vielleicht mit Anlauf ein bisschen. Man muss halt lange oder genau im richtigen Moment die Leertaste loslassen. Und Kleckser ist nicht letzter. Ich hätte ehrlich gesagt, Kleckser macht das als letztes. Aber Blaxono ist ganz hinten. Blaxono, komm schon. Jawohl, Blaxono holt jetzt auch langsam auf. Jetzt hat er es, glaube ich, raus. Jetzt hat er es. Ein nach dem anderen schafft er, aber auch Kleckser. Wo ist Kleckser hin? Meine Güte, Kleckser ist auch weit vorne. Oh, Kleckser hat richtig sich einen Vorsprung aufgebaut. Das finde ich persönlich richtig cool. Schnell mal dahinterher. Gucken wir mal. Wenn Kleckser keine großen Fehler mehr macht, dann kann er das wirklich hier schaffen. Dann kann er das wirklich hier schaffen. Oh, hier, genau, schön elegant darüber. Auch hier, man muss nur den richtigen Moment abwarten. Oh, hier dran. Na, da braucht er ein wenig länger. Da braucht... Ach du, mit Anlauf macht bloß... Oh, Blaxono nimmt Anlauf, das ist sein Trick. Vielleicht muss Kleckser das auch machen. Vielleicht muss Kleckser das auch machen. Und dann, oh Gott, Kleckser ist jetzt doch hinten. So, jetzt mit ganz viel Energie, komm, rasanten Tempo herbeigeritten. So, genau hier rüber. Weiter, 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 weiter. Du bist nicht weit entfernt von Blaxono. Das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ihr seid wieder auf der gleichen Höhe. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich würde es hier vielleicht irgendwie mittig probieren. Sie finden hier beide nicht so richtig... Ah ja, hier links musst du lang, Kleckser. Guck wo... Da links lang, da über die Blätter hier. Nein, nein, nein. Oh Gott, du musst da so ein wenig Jump'n'Run-mäßig rüber. Hier drüben hin. Oder da lang. Sauber, sauber. Und jetzt nochmal hier durch. Da kannst du auch rüberspringen, glaube ich. Probier einfach so schnell wie möglich da durch. Dann, ihr könnt ja mal schätzen, wer schafft es von beiden. Kleckser oder Blaxono? Schreibt das mal in den Chat. Also die Gewinner hier. Kleckser, Blaxono. Kleckser, Blaxono. Okay, ist ausgeglichen. 50-50. Okay, also einer sagt mehr Blaxono. Blaxono sagt Blaxono. Okay. Das ist natürlich lässig, wenn er hier Zeit zum Schreiben hat. Oh, oh, stimmt. Blaxono. Oh, jetzt hängt er aber fest in den Spinnenweben. Blaxono überquert die Zielgerade. Herzlichen Glückwunsch. Und damit geht es erstmal zurück ins Studio. So. Kleckser, dann nehme ich dich mal eben mit. Kleckser, und zwar, du machst jetzt Folgendes. Ja, ich glaube, du musst hier drücken. Du musst den Schalter da drücken. Ich gehe... Genau, guck mal, Mr. Moore ist schon da. Oh, 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 oh. Au! Mr. Moore! Hat mich auch komplett wegrasiert hier. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, dreht euch. Gomme sagt, schaut nach unten. Schaut nach oben. Gomme sagt, schaut nach oben. Gomme sagt, schaut nach links. Schlagt einmal in die Luft.
Oh, Overload hat in die Luft geschlagen. Damit bist du raus. Ich habe aber für dich auch ein tolles Schwert, nämlich das hier. Und es geht nicht, da ich kein PvP angemacht habe. Aber das ist natürlich kein Problem. Ich mache das PvP ganz flott mal an. So, und das ist das Schwert. Ja, ein tolles Schwert. Das hätte ich manchmal sehr, sehr gerne in Survival Games. Gomme sagt, springt. Gomme sagt, wir sind jetzt noch 5 Leute. Das ist übersichtlich. Wir spielen ein kleines Minispiel mal wieder. Und zwar spielen wir, also ich würde sagen, Kill Yourself. So, ihr müsst, sobald das Spiel losgeht, 2 Leute fliegen bei dem Spiel raus. Sobald es losgeht, euch einfach selber umbringen. Gomme sagt, es geht los. So, und? Da probieren es, das Spiel beginnt. Bam, bam. Da probieren sie es die meisten mit Fallschaden. Man könnte natürlich hier auch, nee, okay, mit Ertrinken könnte das nicht klappen. Werfbarer Trank der Heilung. Ihr könnt euch natürlich, oh, ihr könnt euch auch selber gegenseitig damit abwerfen. Wenn ihr so einen Trank bekommen habt, könnt ihr natürlich die anderen damit auch abwerfen. Das ist natürlich, und das Spiel ist zu Ende. Alle Überlebenden haben verloren. Einmal Savantur und... Moment. Wer noch? Hier hinten war doch gerade noch jemand. Oder täusche ich mich? Wer hat gerade... Wer lebt auch noch? Da vorne. Komm mal her. Blacksono! Oh, jetzt hat's Blacksono erwischt. Ich habe ja... den Blacksono mit im Gepäck. Du darfst dich einmal hier in den Kessel stellen. Und sneaken, bitte. Reinstellen und sneaken. In das Wasser stellen. Es ist eher kalt, klar. Aber du möchtest du, dass es ein wenig wärmer wird? Ein bisschen nur. So. Oh! Also, da gab es, glaube ich, ja, Probleme, technische Probleme. Und wir überraschen ihn einfach mal. Wir überraschen ihn mit dem MG. Ach, ich muss erstmal wieder PvP anmachen. So, nimm das! Tschüss. Okay, jetzt habe ich hier noch ein paar Pfeile. Ich sollte PvP wieder ausmachen. Oh Mann, wann hört denn das auf, der Spaß? Wann hört der Spaß denn auf? Rette sich, wer kann, sage ich nur. Aber ihr könnt gerade, glaube ich, jeder von euch sterben. So, jetzt leben nur noch 3. Wir haben schon bald Finale. Das gibt's doch gar nicht. Und wir haben noch Minispiele ohne Ende. Wir spielen Combo. So, einer fliegt hierbei raus. Oh, was macht der denn hier noch? Ich weiß es nicht. Es hat sich ja mit reingeschlichen hier. Und zwar, genau, ihr springt einfach hier runter. Ihr habt eure Sachen schon bekommen. Ihr könnt hier so oft schlagen, wie ihr wollt. Das Spiel startet in ein paar Sekunden. Gomme sagt, viel Erfolg. So, das Spiel hat, oh, ich muss, glaube ich, hier wieder, PvP ist aktiviert. So, okay, auf geht's. Wer steht denn da hinten so schlau? Ah ja, Servantur. So, Labby gegen Rippchen hier gerade. Da sieht man gerade den Effekt, wenn man hier dieses Hit-Delay ausschaltet. Denn das ist es ja hier gerade. Man kann heftige Kombos geben. Und ansonsten ist das hier nur... Oh, jetzt ist Rippchen gerade am Zug. Er ist unterhalb. Vielleicht auch mal auf den... Das ist natürlich hier gerade... Ach nee, Servantur ist ja eh schon raus. Hier, Josh. Josh ist der Schlingel, der hier nichts gerade macht. Jetzt wird er aber hier mit in Kampf involviert anscheinend. Jetzt jagen sie auch Josh. Das ist natürlich... Okay, Rippchen ist hinter Josh hinterher. Labby hatte kein Essen. Oh. Ist er gestorben oder wie? So, ich hoffe, dass sich darum gekümmert wird. Zack. Hier werden heftige Kombos verteilt. Labby scheint noch viele Herzen zu haben. Er ist gerade gut dabei. Rippchen ist raus! Rippchen ist raus! Und damit gibt es... Ihr könnt schon aufhören. Ihr könnt quasi aufhören. Ihr könnt trotzdem euch noch besiegen kurz. Einer kann ja sich ausziehen und dann besiegen. Und damit sind wir im Finale. Labby gegen Josh. Okay, das ist das heutige Gommes-Akt-Finale. Ich kann euch auch einfach beide mal zurückteleportieren in die Lobby. Und euch auch schon in die Deathmatch-Arena befördern. Ihr seid quasi schon warm gekämpft. Gomme sagt, ihr müsst euch mal aus den Truhen, auf jeder Seite gibt es eine Truhe. Da ist eine Truhe und beim anderen Tor ist eine Truhe. Labby geht hier hin, okay. Einfach mal eure Sachen da rausholen. Und sobald ich dann das Signal gegeben habe,
geht es eigentlich nur noch darum, nichts drin. Was? Ja, für dich. Für dich gibt's heute nichts. Für dich, du hast doch deine, keine Ahnung, du bist so der Pro. Du brauchst heute keine Items. Nee, Quatsch, also du bekommst natürlich gleich deine Items. Labby hat schon seine Sachen. Vielleicht sind hier auch zwei Paare drin, nein. Alleinige Manneskraft. Ja, wenn du möchtest, dann probier es aus. Nein, wir warten einen kleinen Moment. Da wir das Finale haben, habe ich mir nochmal hier einen Shader reingeknallt. Und ich würde sagen, das Finale kann jetzt starten. Gobbe sagt, auf geht's. Viel Erfolg euch beiden. Wer wird es machen? Josh oder Labby? Dim, 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 dim. Da ist der Bogen gespannt. Und sie sind noch beide auf Distanz. Sie sind eher zurückhaltend. Ich kann auch nicht wirklich einschätzen, ob einer von den beiden so richtig der PvP-Pro ist oder nicht. Da fliegen die Tränke. Labby, ihr könnt auch die anderen im Chat, also es wird schon im Chat geschrieben, Labby gewinnt das und Labby macht es tatsächlich. Labby macht es tatsächlich. Labby, herzlichen Glückwunsch. Du bist der heutige Gommesack-Gewinner. Und ja, ich schenke dir dafür das Gommemutschwert. Und ansonsten hoffe ich mal, dass es den Zuschauern Spaß gemacht hat zuzuschauen. Bedanke mich bei allen Teilnehmern fürs Mitspielen und sage, haut rein und tschö mit Ö.